für Sachen. Ich schache Sachen. Schachern? Ja. Schacherst so, Schachen? 30 Sand. Und was machst du denn, Käse? Ja, Sandeln, ja. Ach so, auch. Braucht eigentlich der Hindi Sand? Ne, wir brauchen halt Sand für die Mudstones. Ach so. Dann, also für, oder Lehmziegel, ja. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass wir das auf Deutsch machen. Ne? Autschi. So. Und es werde Glas. Und es werde Licht. So, ich würde sagen, hier bauen wir dann die Tür rein, oder? Ja, das können wir ja dann mal so machen. Ja. Genau. Und dann bauen wir, kann man eigentlich aus Dings, Bums, kann man da Treppen bauen? Aus Sandstein. Sandstein? Ich habe es noch nie probiert. Machen wir mal hier mal, naja, Luftloch und so. Passt schon. Weil das fände ich ja relativ cool, ehrlich gesagt. Das wäre geschmeidig. Ja. Wäre es, ja. Absolut. Naja, wir werden es dann sehen. Und wir müssen auch noch ordentlich holzen. Ja, wir müssen jetzt. Ich meine, jetzt müssen wir voll Gas geben. Ja, jetzt können wir halt mal anfangen, ja. Ja. Mit Pfundig loslegen, ja. Ich meine, haben wir jetzt auch irgendwie 10 Folgen gebraucht, offensichtlich. 8. Wir sind in der 9, glaube ich. Ja. Naja, gut, wir haben 8, ja vorher 9, schon 10, das andere also. Dorf ein bisschen unterstützt und so ein Krams gemacht, ne? Also, Naja, das war ein bisschen. Oh, Spawn! Wir müssen sofort unseren Spawn setzen. Ha! Ja, das stimmt. Das mache ich direkt mal hier. Puff. So, ich auch. Wunderbar. Gut. Okay. Reiß das Ding doch noch hier weg. Das sieht ja voll hässlich aus, Käse. Was dann? Naja, dieses Teil hier. Obwohl, jetzt kann ich hier erstmal noch. Ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand. Sandsandeln. Sandstein. Ja, gut. Oder, ach, ich habe ja noch mehr Sand. Jede Menge Sand. Mehr Sand. Ach nee, das ist schon Sandstein. Yay. Okay. So, wie war nochmal Treppe? Treppe. Ja. Also Slabs gehen. Ja. Ach, perfekt. Hast du noch Sandstein? Nee. Ich habe alles. Ich mache Glas aus dem Zeug. Ach so. Ich mach doch Glas aus dem Zeugel. Ja, und dann kannst du uns eine schöne Treppe nach unten, von unten nach oben und so hoch zimmern. Ja, das mache ich auch. Oh, da freue ich mich schon. Das wird schön. Ganz bestimmt. Oh, hier liegt ja Sand rum. Guckst du mal. Boah, geil. Total stark. Sehr gut. Hilfe. So ein Frosch im Hals. Ja, ein bisschen, ja. Ich auch. Bisschen, ja. Der Gravel hier, der ist ja natürlich sauhässlich, gell? Den Scheiß mag ich aber nicht vor der Tür haben. Ne? Ich finde sowieso die Gravel-Textur nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Die gefällt dir nicht? Nee, nicht so gut. Naja, also Gravel gefällt halt eigentlich nie. Was kommt denn hier an? Hau bloß ab. Die grünen Spinnen sehen geil aus, finde ich. So. Ja. Die sieht jetzt nicht mehr geil aus. Die sieht tot aus. Verkehrt umgesetzt. Okay. So, eigentlich überflüssig, was ich hier mache, aber. Abgestürzt. Hallo? Okay, so, was war. Ich gehe mal Hulzen, Hulzen. Hulzen? Ja, komm. Oh, Vorsicht, der spitzt gewaltig. Ich brauche auch Holz. Ja, Holz brauchen wir jetzt sowieso arsch viel irgendwie. Also, ich gehe jetzt einfach mal zwei Äxte verkloppen und. Ich stelle mich wieder an, Käse. Ja. Ernsthaft? Ja. Das ist ja nicht, finde ich ja nicht witzig jetzt. Oh, das ist, das ist ja gar kein Oak. Das ist Spruce. Nee, Spruce wollen wir nicht. Ja, aber hier ist alles voll davon. Ach so. Ach, da hinten bist du unterwegs. Ich guck jetzt mal hier, ob hier drüben irgendwo Eiche rumsteht, aber. Naja, ansonsten nehmen wir ein anderes Holz. Ja, hier ist eine Eiche. Nehmen die Hindi jedes Holz, was wir ihnen anbieten? Weiß ich nicht genau. Also nochmal. Wow. Was denn? Fundig, großes Loch. von großen Löchern ist hier auch nicht Mangel, ja. Normalerweise steht dann immer, wenn es egal ist, Wood in Klammer Any und ansonsten steht halt irgendwas Bestimmtes da. Spezielles, okay, ja. Verstehe. Für gewöhnlich sagt er einem das, ja. Ach Hindi. Komm, warum setzt du die denn immer verkehrt rum? Hör doch mal auf damit. Was denn? Ach so, ja, du musst halt, wenn du... Geht's um die Stairs, oder was? Ja.
Ja, wenn du in der unteren Hälfte anvisierst, dann setzt das halt richtig rum und ansonsten macht das halt, dreht das um. Ja, ich habe schon gemerkt. Das ist doch eigentlich. Ja. Nur ich habe schon länger keine Treppen mehr gebaut, weißt du? Und dann vertreppe Peppe, pässt du dich. Ich vertreppe mich, ja. Okay, ich verirre mich jetzt gleich hier. Das ist sehr gut, Käse. Und dann bin ich raus aus der Geschichte, ja. Das ist auch sehr gut. Ich brauche dich nicht mehr. Ich kann das jetzt alles allein. Jetzt läuft's. Ja, ja. Ich habe voll den Überblick. Jetzt, wo du den Handy hast. So. Ich habe immer noch so ein bisschen Frosch im Hals. Meine Güte. Naja, irgendwann ist er dann... Oh, irgendwann ist er dann weg. Und dann kommt auch schon der nächste Frosch. Okay, dafür gibt es hier keine Schafe mehr. Das ist auch so eine schöne Treppe hier. Ja, du wirst dich freuen, wenn du dann hier bei uns in... Oh, dann ich habe mich einmal verbaut. Oh nein! Oh Gott, naja, das macht ja nichts. Nee, ich baue hier einen kleinen Absatz. Das macht ja nichts, ne? Ja, eigentlich macht das schon was. Naja, sie ist halt nicht durchgehend, aber ich meine, das ist doch... Also ich meine, alles, was immer so linear und gleichförmig ist, ist ja sowieso langweilig, oder? Findest du nicht? Nein. Doch. Ja, das geht schon, das geht schon. So, ja, das passt schon. Ich bin mal nicht so anspruchsvoll. Sei mal nicht so streng mit dir. Das macht dann schon ich, ne? Ja, ja. Du kannst mal kommen und mein Inventar gucken, wenn du das möchtest. Ja, weil es ganz... Ja, ich sehe es, ja. Ich bin sprachlos, ne? Wo eierst du denn rum? Ja, eigentlich? Ich hau hier Bäume klein, wie ein Wilder. Achso, sehe ich dich irgendwo? Ja, irgendwo im Wald bin ich da. Warte. Ach, da hinten bist du. Ja, hallo. Ich sehe dich. Hallo, Käse. Okay. Ich kann jetzt mal noch ein bisschen Birke zur Abwechslung, können wir ein bisschen ausprobieren, nicht? Birke? Birke. Um einfach alles ein bisschen flexibler zu haben. Ja, also einfach, dass wir halt ein bisschen was anderes haben, wenn wir mal irgendwas ausprobieren wollen. Ich meine, im Moment ist es eigentlich noch Wurst, ne? Denn von Ausprobieren und so, da kann man sich nichts kaufen. Ja, also ich meine, dass wir mal anfangen mit hübsch machen und so, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Naja, wer weiß. Manchmal geht es ja schneller, als man denkt. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Vor allem, wenn ich jetzt gleich sage, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich will, dass wir es sofort hübsch machen oder ich ziehe aus. Ja. Ich baue dir ein eigenes Haus. Das könnte passieren, ganz locker. Ja, ja. Das können wir dann fürs zweite Haus machen. Oh Gott, schon wieder. Versemmelt. Hilfe. Ja. Okay, also ich brauche so schnell wie möglich einen Kompass, gell? Ja. Bin ich halt schon dafür, ja. Oh Mann, ey. Ja. Kein Mensch braucht einen Kompass aus. Doch. Käsebrot, Freund. Doch, klar brauchst du. Finde ich voll wichtig irgendwie. Gerade wenn man irgendwie in der Höhle geht und so die endlose Höhle hat, dann finde ich einen Kompass so wichtig, wenn man sich einfach mal rausbuddeln kann und... Ja? Ja, ernsthaft, ja. Also ich finde es voll gut. Voll Knorke. Ich stehe drauf, ja. Ich bin bekennender Kompassianer. Na dann, ich mach mir mal. Wo haben wir denn? Ich habe noch 8 Glaspanes, fällt mir gerade ein. Aber du hast ja nicht die Panes genommen, du hast ja die dicken Blöcke gesetzt. Ja, ja, genau. Okay, und natürlich habe ich keine Sticks. Wo habe ich meine Sticks? Habe ich die in die Kiste getan? Nee, habe ich die alle verballert? Ich habe sie alle verballert. Oh je. Alle verballert. Da musst du halt. Achso, du hast kein Holz, gell? Ich habe kein Holz, ja. Ja, ich bin der Holzkäse, aber ich. Brauche noch ein bisschen. Also meine, ja, das heißt, ich könnte natürlich jetzt kommen, naja, aber... warte, ich baue hier nochmal so ein paar. Ich dachte jetzt halt, wenn ich jetzt schon Holz mache, dann mache ich halt auch richtig Holz, oder? Also keine halben Holzsachen. Ah ja, brauchen tun wir sowieso und ich meine, jetzt stelle ich mich halt hier wie der Idiot in den Wald und fälle halt 100 Bäume, ja. Okay. Bis die Axt kaputt ist, ja. Naja, ein bisschen hat sie noch. Ein bisschen geht noch. Aber nicht mehr viel. Und dann komme ich. Okay. Ich warte auf dich. Und dann hätte ich aber gerne ein bisschen Essen auf dem Tisch, ne? Ich hab noch. Ja, also was zu essen habe ich auch noch, aber ich habe hier echt auch weder Schwein noch Kuh noch Schaf gesehen. Hier ist irgendwie totes Land. Ja, ja, nicht gut. Na toll, Spinnen jetzt gibt's. Ja, haben wir hier den Hindi-Pupindi. Oh, ein Schaf! Ich habe ein Schaf entdeckt. Ja, Schafe gibt's ohne Ende. Aus welchem? Naja, hatte ich jetzt auch schon lang keins mehr gesehen. Nee? Nee. Oh, noch ein Schaf. Oh, noch ein Schaf. Okay. So. Hier ist schon wieder irgendeine... Sag mal. Was denn? Hier ist schon wieder irgendeine Riesenschlucht. Oh, geil. So, also da können wir...
Ja, das ist sogar eine Schlucht in der Schlucht in der Schlucht. Eine Schlucht in der Schlucht in der Schlucht. So riesig ist die, sage ich dir. Naja, okay. Es ist halt eine Schlucht, ja. Aber die ist groß. Oh, da ist ein bisschen. Geil. Hätte ich doch geil. Bloß noch eine Treppe. Treppe Peppe. Dann? Dann wäre ich glücklich. Aber so eben nicht. Nein, so nicht. Okay, Archie. Komm schon, die Kaputt-Axt. Geh kaputt. Tut sie nicht. Weigert sie sich. Naja, ich musste jetzt, ich war kurz durch die Höhlenhöhle abgelenkt. Schluchten. Wollen wir da mal auf Erforschungen gehen? Ja klar, Schlucht? Das können wir halt. Ja, ich meine, ja, natürlich. Müssen wir sowieso irgendwie. Also was auch voll mächtig ist, um schnell den Status des Freundes zu erlangen, ist Eisen verkaufen. Hm. Nur habe ich deshalb, weil ich ja ein alter Knauser bin, so, jetzt ist die Axt kaputt, halt nie gemacht irgendwie, ja? Ja. Weil ich das halt lieber für nicht benutzt habe und so. Verstehe. Ne? Und, aber du hast doch auch so Lehmziegel-Dinger hergestellt, oder? Ja, deswegen habe ich die halt, ich habe mir den Status fast nur mit Lehmziegeln irgendwie erarbeitet sozusagen, ja? Okay. Aber man kann halt auch einfach an die Heinis, irgendwas anderes Eisen verticken, ja. Das okay. Ist, das bringt am meisten. Ich glaube, Eisen bringt am meisten und dann diese Cookbricks, die bringen dann am zweitmeisten. Aber die müssen wir dann auch nochmal, da brauchen wir Kohle für, ne? Denn also mit einem Sand und einem Lehm und diesen, diese Ziegelform, da machst du halt einen nassen Ziegel, den stellst du in die Sonne und dann trocknet der da irgendwann. Mhm. Und wenn er dann getrocknet ist, dann kannst du ihn nochmal in die Esse stecken. Und dann kriegst du ein. Ah, nix, mir ist nur Sand auf. Ah, ja, kriegst du einen Cooked Brick. Okay. Und der ist auch schön weiß, der ist fast so weiß wie Wolle. Ich mag den auch, ich finde ihn cool. Okay. Und verbau den auch gerne. Treppe, Timsche. Und cool, oder? Oh, wow. Bisschen durchgeschüttelt, aber super Sache, Timsche. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, das dachte ich mir. Oh, cool. Ich hab Oak Leaves, cool. So. Dann bau doch hier gleich mal einen. Hier kriegst du ein bisschen Holz. Oh ja. So, dass du auch ein bisschen Holz hast, ne? Und dann müssen wir mal denken hier. Denken. Wie wir das hier so haben. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine Tür. Ich brauche mal eine Tür, ja? Ja, ich verscheue mal diese Spinne hier, die nervt mich hier. Stirb. So. Verpiss dich. Einmal hier schön eine Tür. Na, verkehrt rum. Verkehrt rum. Hier immer, oder? Ja. Ist doch meistens so. Ach so, Glas. Okay. So. Glas ist ganz okay. So, das Einzige, was mir noch ein bisschen fehlt, ist halt ein Dach, ne? Ein Dach. Ja. Ohne Dach werde ich schwach. Ja gut, wir brauchen wir brauchen auch Stockwerke und so ein Zeug halt, ne? Ja. Dann hier, also wir sind ja schließlich zu zweit, da hockt man sich ja schnell mal auf der Pelle und, ne? Und dann gibt's Ärger und Streit und dann ist das Geschrei groß, ja, und genau. Da helfen natürlich Stockwerke. Ja, da kann der eine mal und so. So. Okay, setzen und platzieren. Das Fenster gefällt mir schon ganz Kreisen gut. Kreisen und polieren, oder wie ist das? Ja. So? So oder so ähnlich, ja. So. Oh. Hast du hier auch noch ein Fensterchen? So. Mhm. Okay, ich arbeite mal an der Zwischendecke, ja? Zwischendecke? Den nehmen wir an, also zwei oder drei Stockwerke brauchen wir ja mindestens, ne? Ja, schon. Das ist ja die Frage, ob wir diesen Grundriss halt so lassen, Tim, weißt du? Oder ob wir halt hier links raus zum Beispiel. Oder ob wir den Fußboden nicht aus Sandstein wieder machen. Das fände ich eigentlich auch peinlich. Lass mich doch. Oh ja, doch, das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich fände es cool, wenn wir hier noch ein bisschen. Hier noch so ein bisschen weiter machen würden, weißt du? So ein bisschen weiter. Und dann. Ja, können wir machen. Dann machen wir das aber so eine Ebene tiefer. Mhm. Ja. Oh ja. So machen wir das. Decke, pass mal auf. Decke aus Sandstein finde ich sehr stark. Sanddecke? Ja. Okay. Du nicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung, hab's noch nicht begutachtet. So.
Okay. Eieiei. Uiuiui. Und oioioi. Wir brauchen irgendwo mal eine Sandmine oder sowas, gell? Eine Sandmine? Naja, also ich finde es halt immer bescheuert, wenn wir jetzt direkt vor der Haustür unseren den Sand abgraben, dann haben wir irgendwann, liegen wir hier überall die Erde frei und das Gestein frei und es sieht scheiße aus halt einfach, weißt du? Das stimmt. Ich meine, hier, das sieht einfach kacke aus. Ich meine, gut, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Decke drüber ziehen oder einen Boden, dann ist wieder Wurst. Das stimmt. Breitwurst, aber... Hast du noch Sand? Nee, wir müssen noch ein bisschen Sand farmen gehen. Ein bisschen sandeln. Ja, machen wir morgen früh. Ja. Würde ich vorschlagen. Okay. Wollen wir uns pennen legen? Ach so, komm. Diese nervige Chat im Multiplayer. Hallo? Hallo Käsebrot, Freund. Nee, warte mal hier, da ist noch nicht Timsche. Ist du noch nicht. Etwas voreilig, glaube ich. Ich bin Nacht. Es ist noch Nacht. Jo. Verdammt. So lang dauert das. Jetzt hat. So. Okay. Was wollte ich denn jetzt hier? Eine Kiste wollte ich, genau. Ich werde mal noch zwei Schaufeln machen und ein bisschen Sand beschaffen, ja, Käse? Wäre das in deinem... Oh, ich habe sogar noch eine Schaufel. Was mache ich denn? Ich habe noch eine Schaufel. Ha! Ah, Wolle. Weiße Wolle, braune Wolle, graue Wolle. Jede Menge Wolle. Bimbam. Wolle. Das heißt, jetzt mache ich die da raus. Ach je, das wird schon wieder schwierig. Huch, was habe ich denn gefunden? Ja, genau, jetzt, wo gehst denn du sandeln, Timsche? Ich gehe hier hinten mal, aber ich mache nur so eine Schicht, ich mache nicht so viel, das ist nicht so. Achso, du bist Oh Gott. Creeper! Ein Creeper hat mich gerade gesprengt. Hallo.